Hallo liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video. Ja, ran an die Heckenschere oder an die Astschere, wie auch immer. Die Arbeit könnt ihr jetzt tatsächlich nur noch im Monat Februar erledigen, denn ab 1. März bis 30.09. gilt wieder der Vogelschutz in Deutschland. Das heißt, hier sollen einheimische Vögel geschützt werden. Die nisten nämlich genau in solchen Thuja-Hecken hier zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Hecken, und aus dem Grund sollte man das Schneiden jetzt unterlassen. Es ist dann nicht mehr erlaubt ab dem 1. März bis zum 30. September. Dann gilt nämlich die Schonfrist für die Vögel, wo die Brut- und Nistzeit ist, ja, die Hecke oder Gebüsche zurückzuschneiden, auf Stock zu setzen, umzusetzen oder auch komplett rauszureißen oder zu fällen. Einzige Ausnahme ist ein pflegender Formschnitt, der ist erlaubt. Allerdings solltet ihr auch da gucken, ob bei euch in dem Gehölz, was ihr dann zurückschneiden möchtet, bereits Vögel drin nisten. Wenn ja, dann bitte nicht schneiden, weil auch dann gilt natürlich für den dann nistenden Vogel der Schutz und sollte nicht zurückgeschnitten werden. Wer sich nicht dran hält und es trotzdem macht, in Extremfällen kann es hier tatsächlich zu einem Bußgeld von 100.000 Euro kommen. Ich weiß, dass es immer wieder einige Kommentare hier auf meinen YouTube-Kanälen gibt, wo ich persönlich angesprochen werde zu dem Gesetz. Ich habe es nicht gemacht, ich informiere euch nur, von daher könnt ihr euch die Kommentare schenken. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dann müsst ihr euch an die Stellen wenden, die dafür verantwortlich sind. Meine persönliche Meinung allerdings möchte ich auch gern mal kundtun. Ich finde es in Ordnung. Wir haben jetzt im Februar noch gute 2 Wochen, wo gutes Wetter ist, wo man gut die Hecke schneiden kann. Vor allem ist der Februar auch der beste Zeitpunkt zum Zurückschneiden der Hecke. Der Austrieb hat noch nicht angefangen. Wenn wir jetzt zurückschneiden, dann kräftigen wir damit unsere Büsche, unsere Hecken. In meinem Fall hier die Thuja. Sie treibt schön aus, wird schön dicht. Und wenn man mal so ein paar offene Stellen hat, braune Stellen hat, dann wachsen die auch ganz schnell wieder zu. Wer später schneidet, der umgeht das Ganze. Da wird das dann nicht so gut ausfallen. Deshalb macht es auch aus gärtnerischer Sicht Sinn und aus Sicht der Vögel auf jeden Fall. Da wollte ich euch einfach nur informieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.